Ich erzähle jetzt einfach mal einen kleinen Schwank aus dem ADHS-Leben. Die Geschichte heißt, Hilfe, ich kann nicht loslassen. Ich hatte letztens für mehrere Wochen eine Freundin mit ihren beiden Töchtern zu Besuch und das war ein munteres Miteinander. Die drei sind nämlich auch ADHSler und da haben wir dann die stolze Summe von 7 ADHSlern unter einem Dach gehabt. Nicht nur wie in dem Video, wo wir nur 4 sind, nein, 7. So, und das neigt dazu, gerne eine Eigendynamik zu entwickeln, die sich auch in einer kleinen Geschichte niedergeschlagen hat. Meine Freundin Inga hatte nämlich ein Handy. Das ist dann so ähnlich wie hier jetzt. Die hatte auch so eine Hülle wie ich. Bloß, dass das nicht wie bei mir war, dass es hier miteinander vernäht war, sondern das war bei ihr nur geklebt. Irgendwann ist dieses Kleben dann aufgegangen und der Magnet, den hat sie verloren. Also hat die Tasche nicht mehr geschlossen. Ja, das konnte ich natürlich nicht so lassen. Sie hatte dann die Idee gehabt, sie hatte so Zigarettenblättchenpackungen dabei, da sind ja auch mal mittlerweile so kleine Magneten drin. Dachten wir uns so, oh, das können wir doch bestimmt reparieren. Dann nehmen wir einfach die Magneten raus, kleben die dann da rein, war ja auch noch Außen- und Innenlasche war ja noch vorhanden, müsste man ja eigentlich nur die Magneten reinkleben. Fertig ist die neue Hülle. So, irgendwann habe ich mich dann mit Inga zusammen daran begeben. Dann haben wir dann die beiden Magneten erstmal vorsichtig aus den Zigarettenpackungen, aus den Blättchenpackungen entfernt. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, wie kriegst du die jetzt da rein? Okay, dachte ich mir, Sekundenkleber. Zu diesem Thema muss man wissen, ich habe ein absolutes Sekundenklebertrauma, weil Sekundenkleber bei mir eigentlich immer alles klebt, nur nicht das, was ich möchte. Gerne auch meine Finger. Gut, aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen, also habe ich dann den Sekundenkleber geholt und dachte ich mir, okay, was brauche ich noch an Werkzeug? Pinzette brauche ich auf jeden Fall und ja, vielleicht auch noch eine Zange. Mir ist mir in dem Moment nicht eingefallen, gesagt, getan, habe ich mich dann daran begeben, habe mir den ersten Magneten geschnappt und habe ihn hier an der oberen Ecke reingeklebt. Zweiten Magneten geschnappt, Sekundenkleber draufgepackt, ihn vorsichtig in die Nähe des anderen Magneten geführt und dann macht es einmal schlupp und dann ist er auf den anderen Magneten draufgesprungen. Das machen ja Magneten sehr gerne. Ja, blöderweise wollte ich die aber nebeneinander haben. Jetzt hatte ich sie aber übereinander. Und die waren dann noch richtig schön mit Sekundenkleber miteinander verklebt. Dann dachte ich mir, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Irgendwie so, ne? Ja, dann habe ich dann irgendwie gedacht, okay, wir müssen jetzt nochmal diese Magneten da rausbekommen und habe die dann vorsichtig versucht, wieder da runterzubekommen. Die meinen Magneten auch abbekommen. Ja, und die klebten dann natürlich bombenfest miteinander zusammen. Okay, dachte ich, alles klar, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Okay, dachte ich mir, Ausrüstungserweiterung. Ich brauche noch eine Teppichschneiderklinge. Aufgestanden, Teppichschneideklinge geholt, zurückgekommen. Leider war der Magnet weg. Da haben wir angefangen, die Magneten zu suchen. Das hat dann bestimmt irgendwie 10 Minuten gedauert und dann wollte man eigentlich schon aufgehen. Dann habe ich festgestellt, okay, der Magnet macht natürlich das, was er besonders gerne macht. Er sucht sich das nächste Stück Eisen. Der hat sich dann nämlich an die Zange geklebt. Ist dann also unbemerkt an die Zange gesprungen und hat sich da versteckt. Ja, irgendwann hatte ich dann wiedergefunden, dachte ich, okay, alles klar. Jetzt musste diese beiden Magneten wieder auseinanderbekommen. Kombizange mitgenommen, Magneten mitgenommen, Teppichschneideklinge mitgenommen, in die Küche gegangen, vorsichtig versucht erst mit der Teppichschneideklinge zu säbeln, ging nicht. Okay, Ausrüstungserweiterung, womit könnte ich die jetzt auseinanderbekommen? Ich brauche irgendwas, womit man so ein bisschen säbeln kann, dachte ich, okay, irgendwas, was so eine gezackte Klinge hat, habe ich mir so ein kleines Messer genommen, womit man normalerweise so Tomaten schneidet. Und habe angefangen, schön die Zange zusammengehalten, rumgesäbelt und zack,
halte ich es auch wirklich auseinander. Alles klar, okay. Also, nochmal ganz von vorne. Diesmal machen wir das ganz anders. Erst Magneten wieder draufgeklebt, dann beim zweiten Magneten den ersten Magneten abgedeckt, zweiten Magneten vorsichtig herangeführt und dann habe ich dann auch tatsächlich den einen Magneten da gehabt und den anderen Magneten da. Also so ein bisschen so diagonal in der Lasche drin. Super, dachte ich mir. Jetzt machst du noch, bevor die beiden Außenlaschen wieder zusammenklebst, machst du den Test, klappt das Ding zu. Dummerweise hatte ich nicht bedacht, dass die beiden Magneten, wenn sie aneinander sind, natürlich auch einen Pol bilden. Dieser diagonale Pol hat dummerweise nicht zu dem Pol gepasst von dem Magneten, der schon da war. Also, was macht das Ding? Rutscht zur Seite. Okay, da hatte ich alles klar. Magneten wieder rausholen. Augen zu, atmen, im Geiste langsam bis 5 zählen, nicht ausrasten. Vorsichtig die Magneten wieder rausoperieren. Ist mir auch ein zweites Mal gelungen. Dritter Versuch. Ist mir dann auch gelungen, die beiden Magneten schön nebeneinander zu bekommen. Habt ihr also nebeneinander, da in dem Ding drin. Und halt dann so die beiden Außenlaschen so aneinander und denk mir so, das ist ja irgendwie voll hässlich irgendwie so, weil die Magneten sind jetzt so dick und wenn ich jetzt die Außenlaschen einfach so darum klebe, dann sind die ja viel dünner als die Magneten. Dann drückt sich das so ganz schmal an den Außenenden zusammen. Nee, das will ich nicht. Inga musste mittlerweile zur Arbeit. Ich habe ja dann gesagt, dass sie ihr Handy jetzt nicht mitnehmen kann, dass ich noch ein bisschen brauche. Inga war gerade aus dem Haus, rief dann Katja an. Wir waren nämlich eigentlich irgendwie für eine Telefonkonferenz miteinander verabredet. Ich hab gewartet. Und ich meinte so, ich repariere gerade Ingas Handyhülle. Ich brauche ungefähr noch 10 Minuten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon eine gute Stunde damit beschäftigt. Okay. Was kann ich jetzt tun, damit diese beiden Magneten von außen so eine Abstützung erfahren? Okay, Ausrüstungserweiterung. Ich brauche irgendwas, womit man so kleine Stege basteln kann. Wieder ins Haus zurückgegangen, habe dann so ein bisschen rumgesucht. Irgendwann fand ich dann eine leere Espresso-Dose. Dachte ich mir, alles klar, den Plastikdeckel. Der ist doch genau richtig für mein Vorhaben. Mir den Plastikdeckel geschnappt. Nochmal Ausrüstungserweiterung, ich brauche eine scharfe Schere. Habe mir eine scharfe Schere geholt und habe dann angefangen, so kleine Stege auszuschneiden. Habe dann aber festgestellt, mit der Schere, das wird viel zu ungenau. Die sind dann irgendwie so ein bisschen schief geworden und das gefiel mir alles nicht. Okay, dachte ich mir, Ausrüstungserweiterung. Ich brauche ein Holzbrett und ich brauche ein scharfes Messer, mit dem ich dann mit einer gebogenen Klinge, wo ich dann so ein bisschen hin und her wiege und dann eine ganz gerade Kante abschneiden kann. Hab mir also ein großes, schönes Kochmesser geholt, schönes Kochbrettchen, mein Espresso-Deckel und habe ich dann auch richtig schöne, ganz gerade Stege mehr gebastelt. Eine Schicht war zu dünn. Ich habe dann festgestellt, 3 Schichten sind genau richtig. Die muss man nur übereinander kleben. Ich habe einen Sekundenkleber da, dachte ich mir, prima, alles klar. Die klebst jetzt einfach übereinander und gut ist. Ja, da war es wieder mein altes Trauma. Hat natürlich diese Teile nicht miteinander geklebt. Alles hat geklebt, den ersten konnte ich dann auch wegschmeißen, weil der irgendwie an der Bank festgeklebt war. Und die anderen konnte ich dann auch nicht mehr so richtig benutzen, weil die mit so einer Sekundenkleberschicht irgendwie dann benetzt waren. Das Treiben um mich herum ging weiter und irgendeine Stimme in mir sagte irgendwie so, es ist glaube ich irgendwie jetzt schon Mittag vorbei, die Kinder haben Hunger und die drehen auch gerade voll an den Knöpfen, aber... Ich
ich musste das Projekt auf jeden Fall zu Ende führen. Ging nicht anders. Kann er nicht loslassen. Also mir wieder neue Stäbchen gebastelt. Ich habe übrigens, ich habe natürlich, damit das richtig schön ist, ich habe, hier brauchte ich so einen Steg, da brauchte ich einen kleinen Steg und da brauchte ich einen kleinen Steg, damit die so richtig schön eine komplett umhüllende Abstützung für die Magneten boten. Die mussten natürlich ein bisschen länger sein als die hier oben und die mussten auch ein bisschen länger sein, dass es dann auch richtig schön bündig miteinander abschließt. Okay, nochmal neun kleine Stäbchen zurechtgebastelt. Okay, dachte ich mir, wie kriege ich die jetzt zusammen? Ich könnte die ja mit Isolierband umwickeln und da müssten die ja so eine richtig schöne Einheit miteinander bilden. Gesagt, getan, Ausrüstungserweiterung. Nach oben auf den Dachboden gehen, schwarzes Isolierband suchen. Das Isolierband ist natürlich nicht da, wo ich dachte, dass es ist. Also Isolierband suchen. Irgendwann 10 Minuten später habe ich dann endlich das Isolierband gefunden, gehe mit dem Isolierband wieder runter und fange dann an, minutiös diese drei Dreier-Schichten miteinander zu umwickeln. Also richtig schön dann immer so dieses Isolierband drumherum gewickelt. War auch wunderbar. Die haben dann eigentlich so ein richtig schönes Klötzchen gebildet. Dann mit einer ordentlichen Schneiderschere, die natürlich auch nicht da war, weil die Schere, die ich hatte, die war auch nicht gut genug für den Zweck. Also nochmal Ausrüstungserweiterung, wieder reingegangen, die gute Schneiderschere gesucht, zurückgegangen. Dann die Enden abgeschnitten, weil da war ja dann auch so ein bisschen Isolierband, Überstand. Irgendwie, das musste ja alles ordentlich abgeschnitten werden. Gut. Irgendwann hatte ich dann diese drei Stege ordentlich miteinander verklebt. Die habe ich dann, ich weiß gar nicht mal, womit ich die eingeklebt habe. Ich glaube, die habe ich wieder mit Sekundenkleber eingeklebt. Das hat dann wieder funktioniert. Irgendwann hatte ich dann diese drei Stege richtig schön da eingeklebt und klappt das Ding zu. Ich glaube, ich habe mich sogar getraut, schon die beiden Außenlaschen mit Sekundenkleber schon zu verkleben. Also eigentlich war es komplett fertig. Klappt das Ding zu. Dummerweise passt auch der Pol, den ich diesmal gebastelt hatte, nämlich den ich in der Richtung ausgerichtet hatte, wieder nicht dazu. Also was macht diese Lasche? Klappt zur Seite. Augen zu, atmen, im Geiste langsam bis 10 zählen. Sören mittlerweile stinksauer, weil ich mit ihr eigentlich abgesprochen hatte, dass ich mich ums Mittagessen kümmere. Mittlerweile waren, glaube ich, so retrospektiv betrachtet gute 2 Stunden vergangen. Aber das ging nicht. Das ging auf gar keinen Fall. Dann habe ich dann angefangen, ich war dann natürlich, die Ruhe war dann längst dahin. Ich habe dann mir das Kochmesser geschnappt, habe dann das Teil irgendwie so auf das Brettchen gepackt, irgendwie so dann mit der Pinzette so ein bisschen notdürftig festgehalten und habe dann versucht, die Magneten wieder herauszuhebeln. Ich habe natürlich jetzt auch nicht mehr so richtig Platz gehabt, weil ja diese drei Stege drumherum waren. Und hebelte dann so mit dem Messer drumherum. Was passiert? Die ganze Lasche reißt ab. Das war der Moment, wo Zählen und im Geiste bis 5 Zählen definitiv als Maßnahme nicht mehr gereicht hat. Ich habe dann einfach echt nur noch gebrüllt. War einfach echt, das war zu viel. Okay, dachte ich, jetzt hat Inga nicht nur eine kaputte Hülle, jetzt hat sie eigentlich gar keine Hülle mehr. Das kannst du nicht bringen. Sofortmaßnahmen müssen ergriffen werden. Ausrüstungserweiterung. Womit kann ich jetzt schnell eine Behelfslasche bauen? Okay, das gute alte Gafferband. Wisst ihr, was Gafferband ist? Dieses aus der Veranstaltungstechnik, dieses Gewebeband, das Gaffer hält die Welt zusammen. Mit Gaffer kann ich definitiv so eine Notlasche bauen. Ja, dann habe ich dann angefangen, habe dann erstmal hier so einen Streifen, ich habe mir hier einen schmalen Streifen hingeklebt, da einen schmalen Streifen hingeklebt. Diese Streifen dann nochmal hier mit weiteren Streifen von Gafferband befestigt, damit die nicht abrutschen. Hab dann hier ordentlich schön irgendwie so das so drumherum gebogen und den Überstand wieder schön mit der Schneiderschere rund geschnitten.
Und habe dann die Magneten in die Behelfslasche des Gafferbandes eingeklebt. Diesmal war ich so schlau, vorher zu testen, wie der richtige Pol auszurichten ist. Ich dachte es mir schon, die senkrechte Ausrichtung müsste es eigentlich sein. Habe dann die beiden Magneten da dran gehalten, zack, hat funktioniert. Super. Ich also dann die Magneten eingeklebt, also die Behelfstasche, die ging dann auch rucki-zucki, das ging dann ganz schnell. Hat sofort also geklappt. Magneten eingeklebt, irgendwie nochmal mehrere Gafferschichten drumherum gebaut und das dann irgendwie noch so mit diversen Schichten modelliert und es sah natürlich alles trotzdem voll scheiße aus. Ja, zusammengeklappt und hat dann tatsächlich auch gehalten. Die ganze Aktion hat 3,5 Stunden gedauert. Die Kinder waren völlig unterzuckert. Der ganze Haushalt war eigentlich außer Rand und Band. Sören war stinksauer. Es war eigentlich komplett, der ganze Tag war, den Tag konntest du eigentlich ab da haken. Weil wenn dann einmal irgendwie so die ADHS-Motorik ihren Schwung bekommt, dann ist da ja meistens auch nicht mehr viel aufzuhalten. Gut, aber wie nicht anders. Inga kam dann irgendwann nach Hause und telefonierte mit ihrem Handy und dann sehe ich irgendwie so Sprünge im Display. Ich so, was mit dem Handy passiert? Ja, das ist mir runtergefallen. Und was frage ich sie auch noch in dem Moment? Ja, warum hast du denn auch keine Hülle drumherum? Kein Scherz, also ich habe es in dem Moment wirklich nicht geblickt. Und Katja habe ich dann irgendwann angerufen und ja. Ja. Späten angerufen. Ja. Und dann war das Thema mit dem Loslassen. Klar. Inga hat sich dann ein neues Handy gekauft und eine neue Hülle. Hm. Weder noch. Ja. Aber ja, also das ist gerne, so ein, das gerne, ist so ein, das ist so ein in dem Moment realisiere ich das ja überhaupt nicht. Ich bin dann so irgendwie so in diesem Hyperfokus drin, in meinem Mikrokosmos. Irgendwie so, ich nehme ja eigentlich so meine Umwelt dann eigentlich nur so ganz am Rande wahr. Und irgend so eine innere Stimme warnt mich dann auch so, das geht ja gerade voll gegen den Baum, aber ich komme da nicht gegen an. Die Stimme ist nicht laut genug. Und obwohl ich das mittlerweile schon so gut von mir kenne, falle ich da immer wieder drauf rein. Deswegen auch der 3-Minuten-Aufräumwecker.